Hallo, und hier ist wieder der Andi von der Arche der News. Ich habe wieder ein paar Vögelchen entdeckt für euch. Diesmal total niedlich. Blaumeisen. Die wohnen genau hier neben mir in einer alten Birne. Schaut es euch an. Einfach putzig, die kleinen Dinger. Viel Spaß dabei. Ja, in diesem alten Birnbaum, da wohnt Familie Blaumeise. Sehr schön, hier ist man im Specht mal ein bisschen was vorgezimmert worden. Und in diesem Jahr sind in dieses Löchlein die Blaumeisen eingezogen. Die sind jetzt fleißig am Nest bauen, immer am Hin- und Herfliegen. Da kommt gerade die nächste. Mal schauen, ob sie sich da jetzt reintraut. Ich will mich mal nicht so doll bewegen. Da ist die kleine Blaumeise. Guckt noch mal kurz rechts und links. Da ist Nummer 2. Schnell hinterher geschlüpft und wieder raus. Ja, die sind auch fleißig am Nest bauen. Die Nestzeit fängt jetzt gerade so an. Die sind jetzt normalerweise am Bauen. Das Nest wird meist mit Tierenhaaren und Moosen ausgepolstert. Und die kleinen süßen Blaumeisen fangen meist so Mitte April an zu brüten. Inzwischen ist es ja 1 bis 2 Wochen früher. Durch unsere eingebildete Klimaerwärmung, wo wir alle sagen, haha, die gibt es gar nicht. Das merkt man allerdings, weil die Natur einfach schon viel weiter ist. Von daher kann schon sein, dass die jetzt ganz knapp anfangen mit dem Brüten. Aber normalerweise eben erst Mitte April. Die Geschlechter sind übrigens wunderbar auseinanderzuhalten. Nur nicht für uns. Denn, das ist das, was Wissenschaftler herausgefunden haben, die Meisen können UVA-Licht sehen, das ist das, was wir eben nicht wahrnehmen können, dieses Spektrum. Und unter UVA-Licht lassen sich die Geschlechter wirklich von der Farbe her unterscheiden. Für unsere Augen absolut null Chance. Die Meisen kriegen das aber ganz gut hin. Da kommt die kleine Blaumeise wieder. Das haben wir gerade gesehen, ein bisschen Moos war dabei. Also wird das Nest definitiv ausgepolstert. Ja, wir haben ein Stückchen weiter hier eine recht feuchte Stelle, so ein kleines Sumpfgebiet. In diese Richtung hauen die auch immer ab und ich gehe davon aus, dass sie da auch ihr Moos herholen werden. Die Nahrung von denen ist ganz klar, das sind alles kleine Insekten immer. Die lieben eben kleine Insekten. Bleiben über Winter hier. Wir sehen sie relativ häufig eben an den ganzen Futterplätzen. Das ist einer der häufigsten Gäste mit der Kohlmeise zusammen. Die kleine Spechthöhle, die wir hier sehen, die ist schon fast zu groß für die Meisen. Also die haben Glück, dass sie jetzt da noch ein Plätzchen haben. Wenn man irgendwo im Garten einen Nistkasten aufstellt, dann sollte man darauf achten, dass das Einflugloch 2,6 bis 2,8 cm Durchmesser hat. Sonst gehen nämlich teilweise auch andere Vögelchen rein, die eine Nummer größer sind und vertreiben damit diese kleinen, zarten Meisen. Da muss man einfach aufpassen, wenn man jetzt zu viel Spatzen zum Beispiel in der Nähe hat. Der ist zwar auch inzwischen vom Aussterben bedroht, unser Haussperling, allerdings... Wer eine Meise bei sich im Garten haben möchte, die Spatzen finden ja doch ganz oftmals noch was unterm Dach. Die nehmen dann unter den Ziegeln immer noch einen Platz in Anspruch. Der muss darauf achten, wie gesagt, 2,6 bis 2,8 mm. Die Blaumeise gerne bei den 2,6, die 2,8 für die etwas dickere Kohlmeise. Ich mache das extra leise, nicht, dass die Kohlmeise das hört und ist beleidigt. Im Hintergrund, da hört man sie schon so ein bisschen meckern. Sie kommt langsam wieder. Hat hinter mir im Baum gesessen und mich beobachtet. Und ich habe mir gedacht, wann kommt denn endlich die Meise zurück? Aber die hat gedacht, okay, mal gucken, was der Typ da macht. Aber sie nähert sich jetzt. Wir sehen sie also gleich nochmal am Flugloch. Und da möchte ich mich fast schon verabschieden von den Blaumeisen hier und lasse sie jetzt in Ruhe weiter ihr Nestchen bauen. Das Schöne ist, die sind dick und rund. Da kommt sie, okay. Denn sie wiegen ganze... Boah, ja, 11 bis 12 Gramm, diese Monster. Jetzt ist er nochmal dran vorbeigeflogen, um mich nochmal zu ärgern. Und meckert und meckert und meckert. Sitzt jetzt an der Seite. Der Partner hinter mir, naja, die werden mit Sicherheit gleich nochmal reinhuschen. Die haben mich voll im Blick, ich bewege mich mal gar nicht mehr. Dass ich keine Bedrohung für die bin, dann nicht, dass die denken, ich bin ja so ein dicker, fetter Kater, der sich anschleicht. Da an der Seite im Busch sitzt sie und meckert. Also ich mache ihr wieder ein bisschen Platz. Lass ihr die Möglichkeit, dann wieder zurückzukehren zu ihrem kleinen Nisthöhlchen, hätte ich fast gesagt, zu der kleinen Nisthöhle. Und damit verabschiede ich mich. Denkt auch an die Piepmetze. Baut ein paar Nistkästen auf.
Denk doch an die Äpfel, bleib knackig. Der Anni von der Arche der News. Bis zum nächsten Mal. Adieu, sagt die kleine freche Blaumeise.